Das passt dann, das passt zum Baby, das passt in eurem Gefühl als Mama und als Papa. Und das war's. Ich hab Gänsehaut, ne? Das war's. Da waren wir uns einig, sofort. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, besonders interessant und spannend für werdende Eltern. Und zwar behandle ich jetzt das Thema Namensgebung. Ja, ganz richtig, man googelt viel nach Namen, man schreibt sich Listen, meterlange Listen, kommentiert mir vielleicht gleich drunter, hattet ihr eine Liste, hattet ihr mehrere Listen, hattet ihr ein Auswahlverfahren? Denn ich muss euch sagen, war es nicht so. Wir hatten keine Liste. Wir waren uns auch sofort einig. Ich kenne ja auch verschiedene Geschichten dazu auch später. Ich erzähle euch richtig crazy Geschichten von anderen Eltern. Aber bei uns war das irgendwie, wir hatten es im Gefühl, ja. Bei der Heaven zum Beispiel, also wie ihr seht, unsere Kinder mal zuallererst sind sehr, ich würde mal sagen, ausgefallene und internationale Namen. Also wir haben Heaven Cataleya und Leonidas Desiderio. Genau, aber später komme ich dazu, was die für eine Bedeutung haben. Als allererstes, wie wir auf Heaven gekommen sind, das war easy going. Ich war schwanger, wir wussten, es ist ein Mädchen und wir haben uns aber auch nicht darüber unterhalten, wo wir erfahren haben, okay, es ist ein Mädchen, dass man gleich so grübelt, oh, was für ein Name hinher. Wir haben es einfach mal gelassen und eines Tages stand ich in der Küche und war am Abwaschen und mein Mann war am Laptop am Küchentisch und hat gearbeitet und auf einmal sagte er so, Baby, und ich habe mich umgedreht, ich so, ja. Heaven. Bam! Das war's. Gekauft. Ja. Ich habe gesagt, ja, so wird unser Mädchen heißen. Heaven. Und das war's. Ich hab Gänsehaut, ne? Das war's. Da waren wir uns einig, sofort. Gut, mein Mann hat ja einen Doppelnamen, Christian Andrei, was in Rumänien komplett, also das ist so selbstverständlich, ne? Bei uns in Serbien ist das eher unüblich, aber in Rumänien ist das so ganz normal und ich finde das super schön, vor allem weil man sich da auch mehr Namen aussuchen kann. Da können sich die Eltern richtig austoben. Das war dann schwierig, der zweite Name war schwierig, weil wir hatten Heaven und Heaven war schon so, wow, es ist ein Wow-Name, ja? Und was denkt man da dran? Da kann man halt keinen 0815-Namen dranhängen. Und das hat uns ein bisschen Überlegung gekostet, aber wir kamen auf Cataleya, da es eine kolumbianische Orchideenart ist, so eine ganz spezielle Blume. Und wir fanden, das harmoniert zusammen. Heaven Cataleya, also wurde es Cataleya. Nach Heaven hatten wir dann eine Reihe von Mädchennamen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, es folgen jetzt so 7 Mädchen. Und dann kam Leo. Dann kam ein Junge, also Planänderung. Ja, und das ist eine krasse Story, auch weil, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, oder wie schnell man sich als Ehepartner einig wird, oder ob man nachgibt oder nicht, beziehungsweise ob es eher nach dem Willen der Frau geht oder des Mannes, ist das so? Bei uns war es halt so, dass der Burschenname Chris schon von Anfang an gesagt hat, wenn es ein Junge wird, heißt er Leonidas. Das hat er sich seit seinem 18. Geburtstag so eingeprägt, dass sein Sohn Leonidas heißen wird. Und ich habe gesagt, okay, finde ich gut. Es geht gekauft. Ich glaube, so eine unkomplizierte Namensfindung und Namensgebung gibt es selten, aber ich finde den ja auch persönlich sehr, sehr schön. Also wäre es jetzt irgendein komischer Name gewesen, mit dem ich nicht so einverstanden wäre, glaube ich, hätte ich mich auch ein bisschen zur Wehr gesetzt. Aber dadurch, dass das ein wunderschöner Name, historischer Name ist, es ist ja ein spartanischer König, Spartiat, Spartaner. Ja, und der zweite Name für Leonidas, findet mal einen Zweitnamen für einen altgriechischen König. Oder? Was passt denn da dazu? Also, stand zweiter Auswahl. Und ihr werdet es nicht glauben, diesen Namen haben wir kurz vorm Standesamt vor der Tür im Wartebereich entschieden, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Wir hatten zwei Optionen. Zum einen, der Namenstag, also Fidelius,
wäre so die eine Sache gewesen, weil an dem Tag, an dem er geboren wurde, ist das der Namenstag, Fidelius. Oder ich habe etwas gesucht auf Latein, beziehungsweise auf irgendeiner Sprache, wo es halt schön klingt, der lang ersehnte, der lang erwartete. Denn wir haben auf Leo dann, also nach Heaven, haben wir dann schon gehofft, wieder zügig schwanger zu werden. Also dass ein kleiner Altersunterschied zwischen den Kindern herrscht. Und dadurch, dass erstens mal das hat länger gedauert, zweitens mal hat er sehr überzogen in der Schwangerschaft, also wir haben wirklich lange auf ihn gewartet, haben wir uns dann für Desiderio entschieden. Denn Desidere, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig, ich hatte kein Latein in der Schule, aber das leitet sich aus dem Lateinischen ab, der lang ersehnte, und deswegen wurde es Leonidas Desiderio. Applaus! Das ist ein starker Name, oder? Stellt sich vor, der ist auf einem Business-Meeting. Wer sind Sie? Leonidas Desiderio. Da legst dich schon nicht mal an, ne? Da fangst gar nicht an zu verhandeln, der hat schon gewonnen. Schon allein, weil er den Raum betretet. Nein, Spaß. Aber ja, das ist so unsere Geschichte zu den Namen unserer Kinder. Also wie gesagt, wenn die weiteren Kinder Mädels werden, haben wir schon vorgesorgt. Ja, das war unsere Namensfindung. Ich würde mal sagen, das war sehr unkompliziert und sehr angenehm. Denn ich kenne Geschichten wirklich, also eine Mami sogar im Krankenhaus hat mir erzählt, die haben wirklich Listen, 15 Namen, verglichen, gestrichen. Das Baby war da im Krankenhaus, sie hat nämlich einen Tag vor mir gebunden und die haben noch immer 3 Namen zur Auswahl gehabt. Und ich war so, okay, lasst euch Zeit. Also ihr habt noch ein paar Jährchen, bis ihr seinen Namen braucht. Nennt ihn einfach Baby bis dahin oder so. Weiß nicht. Es ist halt ziemlich schwierig, ne? Aber so ist das. Ja, dann gibt es halt Leute, die finden so die Lösung. Also das erste Kind benennt halt der Papa oder so, das zweite dann die Mama und dann wieder der Papa, also so weiter halt. Bis man dann irgendeinen Ausgleich schafft, ich weiß nicht. Unsere Namen haben halt wirklich für uns Bedeutung. Heaven war ja auch lang dahin gearbeitet und sie ist unser Gottesgeschenk vom Himmel. Also ist das für uns halt extrem, wie soll ich sagen, bedeutend, die Namen unserer Kinder. Und wir verbinden damit auch emotional viel. Und manchmal stehen wir so, mein Mann und ich, wirklich, also wir finden uns oft in so Situationen und wir schauen uns an und sagen, unsere Tochter heißt Heaven. Und er so, ja. Oh, gut. Ich so, ja. Schön. Also, jetzt noch immer, nach 3 Jahren, wir sind noch immer begeistert von den Namen. Ich glaube, wir werden ein Leben lang Fans von den Namen unserer Kinder sein. Aber seien wir uns mal ehrlich, das ist so auch einer der wenigen Momente, in denen man als Eltern so richtig kreativ sein darf. Ne? Das nimmt man sich als Vorrecht dann als Mama und Papa. Man benennt halt seine Babys so, wie man will. Oder man nennt sie Son Goku. Ja? Gibt es auch Leute. Ist auch okay, wer Son Goku mag. Ich finde Sakura schön. Bitte! Und mit seinem Mann, mein Mann und Sasuke. Sasuke und Sakura. Na bitte. Das war dein Stichwort. Ja. Ich muss jetzt auch schon wieder los, denn ich habe wieder gefilmt, wo meine Kinder geschlafen haben. Meine Mama Pflicht ruft. I'm coming. Das war Heaven. Die Klopfe ist an der Wand, weil Heaven Kinderzimmer ist gleich daneben. Man hört das. Ja! Ich komme! So. Aber eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte mit diesem Ganzen. Die einen Eltern lösen es mit Listen und die anderen Eltern spüren es. Ich finde halt auch einfach, ich bin der Meinung, dass man es so fühlt. Und spätestens, wenn man das Kind ansieht, weiß man, der ist es. Ne? Also stresst euch nicht, auch wenn ihr 15 Namen auf der Liste habt. Spätestens, wenn ihr euer Baby, euer Neugeborenes im Arm haltet, wisst ihr es. Also ihr schaut das Baby an und sagt, ja,
das ist Jennifer. Oder das ist der Günther. Ne? Das passt dann. Das passt zum Baby, das passt in eurem Gefühl als Mama und als Papa. Und dann habt ihr es. Also stresst euch da nicht. Ich habe jetzt auch keine besonderen, wie ihr seht, ich habe keine besonderen Listen für euch. Und unsere Namen sind exotisch. Und es ist auch nicht jedermanns Fall. Aber das ist auch okay so, weil Gott sei Dank, wir sind ja alle verschieden. Ne? Also viel Spaß bei der Namensgebung für dein Baby. Und wir sehen uns im nächsten Video. Muah.